Salamoka. Weißt du, was ich gehört habe? Du warst gestern bei den Bullen und hattest ein Schwätzchen mit Rudel Sada und du warst über 3 Stunden bei ihm. Okay, ich war da, aber ich habe nicht gesungen. Ich hörte was anders, Bernie. Er versucht schon lange, dir was anzuhängen. Bis gestern hat er nichts gegen mich in der Hand. Warum hat es 3 Stunden gedauert, Bernie? Sag mir, was du Sada erzählt hast. Ich werde heute Nacht furchtbar schlecht schlafen, wenn ich das nicht weiß. Ich schwöre, mehr habe ich ihm nicht gesagt. Danke, Bernie. Jetzt kann ich schlafen. Sag gute Nacht, Bernie. Gute Nacht! Vielleicht den Sie im Boden vergraben oder was? Vergessen Sie es! Jetzt
Saint Dolores in das Nonnenkloster, wo durch ihr Erscheinen zwischen dem Priester und der Mutter Oberin eine kleine Diskussion entsteht, die auch Dolores zu Ohren kommt. Aber der Monsignore macht mit viel Fingerspitzengefühl der ehrwürdigen Mutter klar, dass auch das Kloster mit der Justiz zusammenarbeiten sollte. Dolores wird in das Nonnenkloster von der ehrwürdigen Mutter auf alle Pflichten hingewiesen und mit sehr viel Widerwillen eingeführt. Wir sind heute Morgen wieder eine sehr kleine Gemeinde, wie an den meisten Tagen. Warum finden die Kinder Gottes nicht zu uns? Wo ist ihr Vertrauen? Wo ist ihr Glaube? Doch wir wollen nicht klagen über jene, die nicht bei uns sind, sondern uns vielmehr freuen über jene, die bei uns sind. Unsere Chorchefin Nere Lazarus hat mir heute Morgen mitgeteilt, dass der Chor, der immer wieder sehr fleißig übt, ein neues, schönes Lied heute bringen wird. Also